Und damit kommen wir zum ersten Six-Man-Tag-Team Winner Takes It All Match in der Geschichte von My Universe. Ja, es geht um den X-Division-Champion-Titel von Owen Hart und den Tag-Team-Titeln von The Click. Das hier ist jetzt die gefühlte 200-millionste Aufnahme, weil jedes Mal, wenn Owen Hart zum Ring kam, ist dieses Spiel abgestürzt. Ich dachte erst, weil Hart Foundation irgendwie ein Fehler drin ist, also weil ich wollte ja zu dritt dann zum Ring kommen lassen. Aber es ist nicht so, sondern es lag wirklich am X-Division-Champion-Titel, weil das Logo, was drauf war, war runtergeladen aus dem, wir sehen das halt schon, den Titel schon etwas länger. Und dann gab es halt so das Problem, dass das Spiel einfach rumgespackt hat und irgendwie sieht der Titel gerade auch ziemlich gut kotzen aus. Gut, vielleicht wird der Titel auch wieder abgeschafft und es wird ein ganz anderer Titel dafür genommen. Weil das sieht vom Logo her, ist die Kacke aus. Aber es lag wirklich an diesem blöden Logo. Es lag einfach an dem Logo. Darauf komme ich nicht klar, dass das Ding, der Bildschirm ist mit dem Schwarz wurde und sowas. Der Titel, der wird wieder geändert, weil das sieht ja echt gefeierlich aus. Dann geht's weiter hier mit der Action. Ja, alle sind im Ring. Hat ja auch nur nicht gerade wenig gedauert. Eventuell Rio, der freut sich hier schon. Das erkennt man an diesem wundervollen Grinsen. Ja, Owen Hart gegen Diesel direkt am Anfang. Hip Toss von Owen Hart. Ja, es geht ja um alles. Es geht um alles, was an Gold da ist. Tag Team Champion Titel.
X-Division-Champion-Titel, obwohl der wahrscheinlich geändert wird. Ich denke mal, vielleicht zurückkommen des European-Champion-Titels oder United States-Champion-Titel, das weiß ich selber noch nicht. Aber Bret Hart packt sich da Big Daddy Cool Diesel. Und Hart, der rennt da einfach ein bisschen außen rum. Ach, da hat sich Big Daddy Cool Diesel gleich mal revanchiert und der nächste greift zu, nämlich der British Bulldog. Es ist kein Elimination Tag Team Champion, Tag Team Champion, sag ich schon. Ja, und bei den Tag Team Champions, da muss ich auch noch ein bisschen was ändern, oder NXT Tag Team Champions. Na gut, das wird sich alles noch soweit zeigen. Die Hart Foundation da oben ganz gut in der Ecke am rummanövrieren. Die einmal kurz aufstoßen. Ich bitte um Entschuldigung. Na egal, passt schon. Ja, und hat Diesel hier ganz gut an und für sich unter Kontrolle. Jetzt hier mit dem Neckbreaker. Und kommt noch ein schöner, eingesprungener Elbow. Ja, Diesel, der hat so seine Probleme hier mit dem King of Hearts, mit Owen. Kann aber mit dem Neckbreaker jetzt antworten. Ich glaube, er will wechseln mit seinem Tag Team Partner, mit Razor Ramon. Ja, und macht so ein Zeichen, ja komm du doch her. Ein 2-Meter-Mann aus Florida. Na gut, die Clothesline von Owen, die hat nur so halbherzig getroffen. Knieclip von Razor. Ich bin gespannt, wann wir die Rivalen im Ring haben. Also HBK und Bret Hart. Wegen den beiden ist ja das Match überhaupt erst wirklich entstanden. Ja, schöner Dropkick von Owen. Er wehrt sich hier, muss aber sich jetzt ein Reversal einfangen und einen Powerslam. Schön hochgezogener Powerslam, muss man dazu sagen. Ja, er will wechseln. Er wechselt mit dem British Bulldog, seinem Schwager. Aber auch Razor zieht hier einfach mal das Knie. Hot Clothesline gegen den Bulldog. Ah, schöner Ellbogen ins Gesicht. Ah, der British Bulldog hier mit seiner ganzen Kraft wirft da einfach Razor mal weg. Das wäre jetzt nichts. Mal gucken, ob wir heute noch seinen Vertical Suplex sehen, wo er ja wirklich den Gegner minutenlang, stundenlang in der Luft hält. Ja, ich merke, es übertreiben. Und da sehen wir eine Powerbomb. Und diese greift sich da den British Bulldog von hinten. Wieder nicht ganz faires Zusammenarbeiten der Tag Team Champions. Ah, da muss Razor erstmal nach draußen. Ah, fightet sich aber zurück. Der British Bulldog ist am Taumeln und fängt sich einen Body Slam ein. Ja, Bret Hart, dem ist das zu blöd, schlägt hier einmal kurz auf Razor ein, lenkt ihn somit ab. Aber er bleibt ganz gechillt, ganz cremig, hat genug Ringübersicht. Und schafft es sich gegen den Angriff von dem British Bulldog zu Wehr zu setzen. Und da arbeiten die Tag Team Champions wieder zusammen. Augenpizza von Razor. Und da sehen wir es, Bret Hart, der will rein. Während der British Bulldog hier einen wunderschönen Backbreaker zeigt. Und wir haben den Hitman im Ring. Und der geht sofort Richtung HBK, wird aber von Diesel da gepackt und choking. Oh, jetzt hat, das hat der Hitman mitgekriegt. Oh man, hier ist richtig Pulver im Match. Also Schwarzpulver, also mal gucken, wann die Sache hier eskaliert und wirklich alle im Ring sind und sich gegenseitig auf die Nase hauen. Ah, Razor wechselt wieder mit Diesel. Shawn Michaels, der hat sich da aus der Ecke ganz gut weggehalten. Hat gesagt, nö, nö, noch nicht. Und, nee, Konter. Ich dachte, das wird ein Backbreaker. Aber dem war nicht so. Legdrop jetzt vom Hitman gegen Diesel. Und jetzt nimmt er ihn hoch und zeigt seinerseits einen Backbreaker. Und noch ein Legdrop hinterher. Ah, schau, Michaels, der schleicht da rum. Ja, das hat der Hitman wohl mitgekriegt, im Augenwinkel gesehen. Und dann sag ich ihm mal, komm du doch in den Ring.
Ja, Bret Hart und Shawn Michaels, die haben sich ja auch ganz doll lieb, die beiden. Ach, jetzt möchte Shawn Michaels in den Ring. Und da haben wir jetzt die beiden Kebel Heinis im Ring. Shawn Michaels gegen Bret Hart. Und wenn Diesel da nicht so im Weg stehen würden mit seinen über 2 Metern. Und jetzt gibt es die Tag-Team-Aktion. Komm, Shawn Michaels, da ist er auch schon wieder weg. Ellbogen in den Rücken. Oh, Razor, der will dazu Owen hin und ihm einfach mal einen an Jabbel haut. Und oh, jetzt! Eskalation! Ja, Razor geht da auch nach draußen, geht aber wieder rein. Hat sich überlegt, nee, mein Gegner ist im Ring. Ja, Bret Hart ist auf Shawn Michaels losgegangen. Den Mann, den er ja unbedingt in den Ring bekommen will. Und da geht's wieder in die Ringecke für den Hitman und Tag mit Shawn Michaels. Und da lernt ein Shawn Michaels fliegen, Schulterblock und der Hitman liegt flach. Owen wird da erstmal wieder vom Apron runtergestoßen. Und Shawn Michaels geht da einfach mal hinterher. Und ich glaube, da sollte eigentlich ein Tag kommen. Ja, der Hitman sollte aufpassen, was hinter seinem Rücken abgeht. Ja, kurzer Seitenwechsel und jetzt hat Bret Hart doch genau das, was er haben wollte. Shawn Michaels im Ring, ohne dass der sofort wieder abhaut. Und ein Perfect Plex. Not bad. Und Shawn Michaels ist am Splash, fliegt aber daneben. Mit dem in die Ringecke der Hart Foundation. Und da gibt es den Tag mit Owen. Und ein Owen, der kann auch fliegen. Also gibt es mit einem Crossbody. Und Shawn Michaels denkt sich, nö, das kann mal ein anderer jetzt machen. Owen haut währenddessen mal Diesel vom Apron runter. Also diese beiden Teams, die haben sich ganz, ganz doll lieb. Und ich glaube, es ist nach diesem Match noch nicht vorbei zwischen diesen beiden Dreiergespannen. Und der Piledriver von Owen Hart sitzt. Und der British Bulldog trifft da Bret Hart mit seinem Bulldog. Oha, oha, oha. Und dann nimmt er ihn zum Self-Suplex hoch. Naja, nicht wirklich hoch. Er schmeißt ihn eigentlich an und für sich nur über sich rüber. Und ich glaube, jetzt soll der Sharpshooter kommen. Nein, kommt er nicht. Razor schafft es vorher noch aufzustehen. Und da gibt es wieder den Tag mit HBK. Ellbogen in den Rücken. Jetzt jubelt das Publikum. Gut, das Publikum in Amerika ist natürlich auf Seiten der Amerikaner. Wir haben jetzt hier Team USA gegen Team Canada, könnte man sagen. Und Sharpshooter gegen Shawn Michaels. Und der Ref steht wie immer natürlich vollends im Weg. Und damit hat die Klick gerechnet und zieht das Ringseil nach unten. Und jetzt haben wir die Eskalation. Ja, ich würde ganz gerne mal, dass die Kamera mal nach draußen geht, um zu sehen, was da draußen abgeht. Das interessiert mich gerade viel, viel mehr. Und ich glaube, Reversal Tombstone Piledriver von Shawn Michaels. Eine Anekdote Richtung Undertaker, aber es ist ein Rope Break. Und der Bulldog, der macht sich da nicht gerade super toll. Was macht da schon Michaels? Der springt förmlich in seine Ringecke. Aber kommt nicht zum Taggen. Zum Taggen. Zum Wechseln so. Und Shawn Michaels fliegt wie schon vorher aufs Nase. Aufs Nase vor allen Dingen. Und Neckbreaker vom HBK. Und der wehrt sich mit Händen und Füßen und allem, was ihm gegeben ist. Fängt sich trotzdem ein Reversal ein und Big Daddy Cool Diesel zieht da einfach mal das Seil weg. Und ich glaube, jetzt
werden sie alle auf Owen losgehen. Nein, sie schmeißen Owen wieder in den Ring. Das ist fair von Razor, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da wollte Owen Hart wohl wechseln mit dem British Bulldog. Dem war aber nicht so. Und jetzt kommt der Tag mit Razor Ramon. Ah, diese war schon lange nicht mehr drin. Aber Owen, der wird hier permanent im Ring gehalten. Aufgabegriff. Aber der Bulldog ist da, um rechtzeitig Schlimmeres zu verhindern. Und da gibt es eine unfaire Tag-Team-Aktion. Gut, bei der Disqualifikation wechselt natürlich kein Titel. Genauso wie bei Count-Out. Und der Hot-Tag, das sieht immer so witzig aus. So plopp, andere Szene. Und Owen ist sogar schon ausgeflogen aus dem Ring. Wo ist denn jetzt Owen denn? Ich sehe ihn nicht mehr. Ach, da oben ist er. Weil er stand ja vorher erst neben dem British Bulldog und dann mit einmal war er weg. Oh, diese geht ja in den Ring. Konnte sich gegen Bret Hart hier erwehren. Und ich glaube, das wird ein Fall-Away-Slam. Jawohl, aber hoch durchgezogen. Hätte ihn ja fast das Publikum geschmissen. Als hebt er ihn hoch. Soll es jetzt wohl Jackknife? Nein, Big Boot wird aber gekontert von Bret Hart. Tilbert Backbreaker. Boah, da gab es jetzt einen Big Boot und der hat aber richtig gesessen. Da ist der Hitman ja volles Fund reingelaufen. Und Cover von Big Daddy Cool Diesel. Da kommt der Hitman aber raus. Owen und der British Bulldog haben sich da gegenseitig behindert. Und jetzt gibt's die Jackknife. Powerbomb. Ja, Razor kümmert sich da um den British Bulldog. Ah, kommt Brad aber von alleine wieder raus. Hat auch mal Glück gehabt. Also, das Match läuft aber schon geordneter ab, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hätte jetzt mehr gedacht, dass es mehr chaotisch wird. Also mehr Prügeleien. So, mit allem im Ring. Ah, Razor geht raus. Schau mal, ich ist schon vorher rausgegangen. Und der Hitman. Backdrop, oder Backflip oder whatever, wie das Ding jetzt auch mal heißen mag. Ja, Bret Hart müsste eigentlich mal wechseln, am besten mit dem Bulldog oder sowas. Weil der ist noch am frischesten von den dreien. Aber der Bulldog, der jubelt erstmal eine Runde. Und Bret Hart setzt einfach mal das Cover an. Ah, da kommt der Bulldog ja schon mal da kommt ja Diesel schon bei 1 wieder raus. Und da haben wir den Bulldog auch im Ring. Der erstmal vom Big Daddy Cool Diesel erstmal hier richtig abgefrühstückt wird. Ah, ich glaube, der Part wird Überlänge haben mit dem Match. Gut, es ist ein Pay-Per-View. Es ist ein gutes Match, wo es um einiges geht. Ja, die beiden jubeln da in Synchronität. Und was für ein Knockout-Punch gegen den Bulldog. Und, oh, Aufgabegriff. Alle hier am Nachtreten und rumschmeißen und Small Package von Owen Hart gegen Razor Ramon. Ja, beide sind nicht die Offiziellen im Ring. Und jetzt Aufgabegriff von dem British Bulldog, aber Rope Break. Ja, im Ring bricht das totale Chaos aus. Naja, und das Chaos wurde wieder beseitigt. Und da wird der Bulldog hochgezogen. Und was sehen wir jetzt? Haben wir diesen Fall-Away? Nein, wird gekontert. Ah, die beiden Brüder, die behindern sich gegenseitig da draußen. Da muss ich sagen, arbeitet die Klick schon besser zusammen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, Sit-Down Big Boot. Vom Bulldog. Aber die Frage wird ja auch sein, wie teilen die jeweiligen Teams dann die Titel auf? Bei der Klick wäre es verständlich, wenn dann Shawn Michaels den Titel bekommt, die Tag-Titel halt bei den Outsiders bleiben.
Nur wie wird das sein, wenn die Hart Foundation gewinnt? Bret Hart und Bullock als Tag Team Champions? Oder Owen und der Bulldog als Tag Team Champions? Oder Owen und Bret als Tag Team Champions? Dass er zwei Titel hat, das wird dann immer schwierig mit dem Verteidigen. Oh, Razor hat da sehr gut gerettet. Ah, die Klick hat den Ring wieder verlassen. Gut, vielleicht läuft das Match auch auf eine Disqualifikation hinaus. Kann ja auch durchaus sein. Und wieder dieser Knockout-Punch. Ja, Bret Hart, der fegt da schon Michaels runter. Da kam er angerannt. Und Cover. Nein, da können beide unterbrechen. Ah, Razor, der geht lieber, bevor er hier noch disqualifiziert wird. Und einfach mal mit dem Knie auf die Rübe, dann nochmal auf den Trizeps getreten. Und da gibt's den Pot-Tag mit einem im Apron hängenden Shawn Michaels. Der erste Punch. Nein, der zweite Punch klappt nicht. Bret Hart hat den, hat's gerochen. Und Switching Music. Und direkt das Cover hinterher. Ja, das hat man auch schon im Ansatz gesehen, dass da die Hart Foundation das unterbricht. Ja, Flying Forearm ging ein bisschen in die Buchse. Jetzt wieder der British Bulldog am Drücker. Wirft da HBK in die eigene Ecke. Glaube, er sollte mal Bret Hart ins Rennen schicken. Da haben wir die beiden Schkebbel-Hannes wieder zusammen im Ring. Ah, da will der Bulldog ihm hochhelfen, bekommt aber einen Pizza in die Äugele. Und Sleeper Hold. Ja, Bret Hart kann da das, die Submission unterbrechen. Und ich wette, HBK will da eigentlich wechseln, aber ist keiner da zum Wechseln. Bisschen blöde gelaufen. Aber gut, HBK ist nicht unerfahren, der weiß, wie er mit sowas umgeht. Jetzt gibt es den Wechsel mit Owen Hart. Und einen Ellbogen in den Rücken. Ja, Owen sollte da lieber aufpassen, was er da macht. Gut. Der Bulldog fertigt hier nochmal den HBK ab, aber ein Cover ist Blödsinn. Und ich wette, da gibt es gleich Disqualifikation. Wenn der Bulldog jetzt nicht aufpasst. Nein, er wird noch mal rausgeschickt. Da hat der Ref nochmal gerade vom Rechter gehen lassen. Piledriver von Owen. Und die Hart Foundation gewinnt. Habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt, weil... merkwürdig. Ist ja auch geil, damit haben wir die Sieger. Mal gucken, wie sie die Tag Team Titel aufteilen. Auf jeden Fall, die Hart Foundation gewinnt dieses Match. Gegen die Klick, aber ich denke mal, da wird das letzte Wörtchen nicht gesprochen sein zwischen den beiden Teams. Aber wenn wir schon mal von Tag Team sind, wir kommen als nächstes zum Tag Match Anarchie gegen das Chapter.